Ja, vielen Dank und einen schönen guten Morgen auch von mir hier aus Berlin. Tatsächlich, das muss man noch mal sagen, das ist kein gewöhnlicher Sitzungstag hier im Deutschen Bundestag im Hohen Haus. Denn dieser royale Besuch um 12 Uhr, der wird die reguläre Sitzung dann auch unterbrechen. Und natürlich werden die Abgeordneten dann auch König Charles bei seiner Ansprache zuhören. Allerdings, dieser Donnerstag ist sonst ein regulärer Sitzungstag mit einer ganz langen Tagesordnung bis in die späten Abendstunden mit viel Arbeit für die Abgeordneten. Es geht los mit dem Bericht der Bundesregierung über den Breiten- und Spitzensport in Deutschland. Und dann, Sie haben es schon angesprochen, geht es hier im Bundestag in einer Debatte um die Situation in den Kommunen, die aktuell ja eine gestiegene Anzahl von Geflüchteten unterbringen und versorgen müssen. Und das stellt die Kommunen, sagen Sie, an die Grenze, bringt sie an die Grenze ihrer Kapazitäten. Darüber wollen wir sprechen. Welche Ideen und Vorschläge gibt es, die Situation dort zu verbessern? Und ich freue mich, dass dazu zwei Gäste zu mir gekommen sind, zwei Innenpolitiker. Ich begrüße ganz herzlich Lars Castellucci. Er ist für seine Fraktion, die SPD-Fraktion, Sprecher für Integration und Migration und stellvertretender Vorsitzender auch des Innenausschusses des Bundestages. Und ich begrüße ganz herzlich Alexander Trom für die CDU-CSU-Fraktion, der innenpolitische Sprecher. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Herr Trom. Ihre Fraktion will heute im Bundestag über das Thema debattieren, Situationen in den Kommunen. Und Ihre Fraktion richtet auch heute Nachmittag so eine Art Kommunalgipfel aus. Sie haben Bürgermeister und Oberbürgermeister und Landräte eingeladen, um über die Situation zu sprechen. Es gab ja jetzt aus dem Innenministerium, gab es ja schon zwei Flüchtlingsgipfel. Da waren die kommunalen Spitzenverbände und die waren vor allem enttäuscht, dass es kein Geld gab von der Innenministerin in dem Fall. Jetzt können Sie als Opposition ja auch kein Geld des Bundes verteilen. Also was soll das heute bringen? Also wir sind wieder mitten in einer Migrationskrise. Wir haben steigende Flüchtlingszahlen. Die Kommunen sind am Limit. Das sagen sie auch seit Monaten. Es gab dann zwei völlig ergebnislose Gipfel mit den Kommunen und der Bundesinnenministerin. Und die Kommunen haben als erstes gefordert, dass der Bundeskanzler das Thema zur Chefsache machen muss. Das hat er lange Zeit verweigert. Jetzt soll im Mai ein entsprechender Gipfel stattfinden. Und deswegen wollen wir heute zeigen, dass die Kommunen wirklich am Limit sind und dass sie eine Unterstützung des Bundes brauchen. Geld, ja, das ist wichtig, aber eben auch bei den Unterbringungsmöglichkeiten, da wird vieles versprochen, aber nichts geleistet und dann eben auch bei einer Verteilung und Begrenzung des Zuzuges innerhalb von Europa. Wir wollen auf einige Punkte da gleich schauen. Herr Castellucci, die Union bietet den Kommunen eine Plattform heute mit diesem Gipfel. Die Kommunen haben teils gefordert, einen Flüchtlingsgipfel beim Kanzler. Warum hat die Bundesregierung das nicht zur Chefsache gemacht? Es ist jeden Tag Chefsache, es ist eine große Herausforderung. Die Innenministerin ist unablässig daran zu arbeiten und es ist ja auch schon gesagt worden, dass das dann als Ziellinie hat, dass wir am 10. Mai mit dem Kanzler auch ein Gespräch haben werden, bei dem es dann um die finanziellen Fragen geht. Also wir haben das auf der Tagesordnung und wir arbeiten an den Fragen und ich glaube, da wird auch mehr dabei herauskommen als heute Nachmittag bei der Union. Dann wollen wir noch mal kurz darauf schauen. Wenn man mit den Kommunen spricht, dann ist im Prinzip das dominierende Thema, wenn man über die Versorgung der Flüchtlinge spricht, der Mangel an Unterkünften. Also was konkret, welche konkreten Maßnahmen sehen Sie? Was wollen Sie heute Nachmittag mit den Landräten und Bürgermeistern besprechen? Also wir haben heute ganz konkret einen Antrag im Deutschen Bundestag eingebracht, wo wir Erleichterungen in der Bauleitplanung herstellen wollen, wo wir die entsprechenden Fristen im Baugesetzbuch erweitern wollen. Aber was wir viel dringender brauchen, vielmehr die Kommunen brauchen, ist, dass es Unterkünfte gibt, dass es Immobilien gibt, und zwar nutzbare Gebäude und nicht Abbruchobjekte, die der Bund den Ländern und Kommunen zur Verfügung stellt, weil es herrscht sowieso schon Wohnraummangel. Jetzt kommen über 1,3 Millionen Flüchtlinge im letzten Jahr dazu und deswegen braucht es hier eine Abhilfe. Und ich kann nur berichten aus Baden-Württemberg, was mir dort meine Kommunen schildern. Es wird Zusagen gemacht der Innenministerin, aber es kommt tatsächlich vor Ort nichts an. Und deswegen ist es, wenn sie das täglich arbeitet, die Frau Innenministerin Faeser, dann ist es einfach wirkungslos. Welchen Eindruck haben Sie? Sie kommen auch aus Baden-Württemberg, das ist eher Zufall. Kommt bei den Kommunen wirklich nichts an? Also die Union ist ja spät aufgewacht jetzt bei diesem Thema. Und ich würde mir da ein bisschen mehr Demut wünschen, denn die Probleme sind lange bekannt. Und die Probleme sind teilweise ja auch politisch verursacht. Es geht nicht nur um Unterbringung von Geflüchteten, es geht um Wohnraum. Wenn die ganz normale Bevölkerung es leichter hätte, angemessenen und bezahlbaren Wohnraum zu
zu finden, dann würde ja auch im Segment für Geflüchtete, für Menschen, die Schwierigkeiten haben, überhaupt Wohnraum zu bekommen, mehr zur Verfügung stehen. Deswegen hat die SPD ja die Wahl auch gewonnen, weil wir gesagt haben, wir brauchen 400.000 Wohnungen im Jahr und wir brauchen davon eben auch welche, die sozial gebunden sind. Und das ist gar nicht so leicht herzustellen. Wir müssen da viel nachholen, das ist uns bekannt und daran wird auch unablässig gearbeitet. Das hilft den Kommunen im Moment nicht tatsächlich. Ja, es wird Wohnraum benötigt. Allerdings, dann schauen wir mal auf die Vorschläge der kommunalen Spitzenverbände. Beispielsweise der Deutsche Städtetag fordert, der Bund soll künftig auch eigene Unterkünfte bereitstellen. Würde das die Kommunen entlasten? Ja, das ist auch schon passiert. Wir haben Bundesliegenschaften mietzinsfrei zur Verfügung gestellt. Die sind auch noch nicht ganz ausgelastet. Wir haben Flächen zur Verfügung gestellt und es zeigt sich, dass der Bund hilft, soweit er kann. Aber wir haben auch einen Aufbau in unserem Staat, in dem jede Ebene ihre Aufgaben zu erfüllen hat. Wir sind als Bund insbesondere gefordert, die Steuerung und Ordnung von Migration auch international besser hinzubekommen. Das ist eine Riesenherausforderung, bei der es ganz schwer ist, voranzukommen. Und die Unterbringung der Geflüchteten ist am Ende eine Aufgabe von Ländern und Kommunen. Und wir werden die ganze Frage nur gemeinschaftlich in diesem Land hinbekommen. Man darf auch nicht außer Blick geraten lassen. Wir haben seit über einem Jahr den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Und ohne die 1 Million etwa Geflüchteter, vor allem Frauen und Kinder aus der Ukraine, würde sich die Situation in Deutschland ja auch noch mal ganz anders darstellen. Und da kann ich nur sagen, da bin ich stolz und dankbar, dass unser Land hier zusammensteht und den Nachbarn, die angegriffen worden sind, in dieser Weise, wie wir es tun, auch zur Seite steht und die Menschen auch unterbringt. Das stellt, glaube ich, keiner in Frage. Trotzdem muss man den Menschen ja ein Dach über dem Kopf geben. Ich will noch mal ganz praktisch dabei bleiben. Sie haben es angesprochen, der Bund stellt aus dem Portefeuille sozusagen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben durchaus Plätze zur Verfügung. 330 Gebäude und Flächen ungefähr mit 70.000 Plätzen sollen es mittlerweile sein. Das muss doch helfen. Also ich will zunächst da an den Kollegen anschließen. Auch wir sagen, dass wir den ukrainischen Flüchtlingen, unseren europäischen Nachbarn, zuvörderst helfen müssen, die akut von einem Angriffskrieg bedroht sind. Insofern ist es in der Tat eine große Leistung, die wir da insgesamt alle erbringen müssen. Und gleichwohl haben wir eben auch hohe Zugangszahlen der irregulären Migration außerhalb von der Ukraine kommend. Und da findet keinerlei Begrenzung, keinerlei Einhalt statt. Was die Immobilien anbelangt, da habe ich schon gesagt, dass es einfach vor Ort nicht ankommt, dass zwar gesagt werden, hohe Zahlen genannt werden von der Innenministerin, aber keine nutzbaren Immobilien konkret vor Ort ankommen bei den Kommunen. Deswegen sind die Aussagen einfach wirkungslos. Wie kann das sein? Das widerspricht sich ja jetzt, Herr Castellucci. Ja, die Immobilien, die der Bund zur Verfügung stellt, sind ja nicht in Deutschland gleichmäßig verteilt. Und deswegen ist das Bild auch sehr differenziert. Uns melden sich in der Debatte natürlich diejenigen, die nicht profitieren, lauter als diejenigen, die sagen, okay, das war jetzt für uns eine Unterstützung. Aber nochmal, das kann nur ergänzend sein, was der Bund bei der Unterbringung leistet. Es ist eine Aufgabe von Ländern und Kommunen, die Unterbringung der Geflüchteten auch hinzubekommen. Und wir werden sie dabei auch nochmal mit Geld entlasten im Laufe des Jahres. 7 Milliarden sind allerdings auch schon zur Verfügung gestellt worden. Wir haben auch dafür gesorgt, dass wir auch den Zuzug begrenzen können. Das sind schon einige Maßnahmen auch wirkungsvoll gewesen. Ich denke beispielsweise an das Einwirken auf die Länder, die Serbien einfach so eingeladen hat, nach Serbien zu kommen und die anschließend sich auf den Weg über die Balkanroute gemacht haben. Ich erinnere an die Grenzkontrollen, die wir haben. Wir haben Grenzkontrollen mit der Schweiz noch mal vereinbart. Wir haben einen Sonderbeauftragten für Migrationsabkommen, der jetzt erst seit 2 Monaten arbeiten kann. Wir können nicht innerhalb von einigen Monaten das aufholen, was mit der Union in der Regierung nicht gelungen ist. Wir sind jetzt bei den Menschen, die aus den Drittstaaten zu uns kommen, ungefähr wieder bei den Zahlen von vor der Pandemie, also Zahlen, die auch bei Herrn Seehofer schon galten. Aber es ist richtig, es steigt wieder an. Und die Menschen, die uns zuhören, werden das ja auch verstehen. Man sieht ja in Afghanistan, in Syrien, die Situation in der Welt verbessert sich ja leider nicht. Und wir werden uns auch ein Stück weit darauf einstellen müssen, dass das Fragen sind, die uns auch weiter begleiten werden. Also, Herr Kollege Castellucci, Sie müssen schon bei der Wahrheit bleiben. Wir haben keine Grenzkontrollen zu der Schweiz. Das hat die Innenministerin gerade nicht beschlossen. Und die Zahlen, die aus dem letzten Jahr bei der Migration außerhalb der Ukraine mit über 240.000 Asylanträgen sind deutlich als über die gesamte letzte Legislaturperiode unter Innenminister Seehofer. Deswegen, Ihre Aussagen stimmen nicht. Und die Maßnahmen der Innenministerin, dass sie gesagt hat, zwischen Tschechien und Slowakei sollen Grenzkontrollen stattfinden, die sind inzwischen wieder ausgelaufen seit
seit Februar. Diese Grenzkontrollen zwischen der Tschechien und Slowakei finden nicht mehr statt. Und deswegen steigen die Zahlen. Und Sie müssen schon einfach zur Kenntnis nehmen, dass grüne Landräte, rote SPD-Landräte, natürlich auch von der Union, am Limit sind. Dies anzeigen, gerade auch in Hessen, im Herkunftsland der Innenministerin. Und es wird nichts getan. Sie haben ja am Stichwort Hessen gemeint, dass hier jetzt auch ein bisschen Wahlkampf gemacht wird, weil dort Landtagswahlen anstehen. Das gehört auch zu unserer Arbeit dazu. Das können wir auch alle miteinander ertragen. Was die Grenzkontrollen angeht, will ich noch mal sagen, wir haben gemeinsame Patrouillen vereinbart mit den Schweizer Behörden, sodass deutsche Bundespolizei und Schweizer Behörden beispielsweise in Zügen wechselseitig sogar in die Länder mit reinfahren können, um mehr Zeit zu haben, um in den Zügen Kontrollen zu machen. Das ist das, auf was ich hingewiesen habe. Genau, und das sind die partiellen Grenzkontrollen, die es tatsächlich gibt, wie wirkungsvoll sie sind, können wir hier an dieser Stelle tatsächlich nicht klären. Ich würde aber gerne, Sie haben ein Stichwort schon genannt, beide, und darauf noch mal schauen. Die Kommunen würde es natürlich auch entlasten, wenn weniger Menschen ankommen, ja, durch Grenzkontrollen, beispielsweise durch Regulierung des Zuzuges. Es würde sie aber auch entlasten, wenn abgelehnte Asylbewerber wieder zurückgeführt werden. Und das ist eigentlich was sich die Ampelkoalition vorgenommen hat. Sie haben in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, nicht jeder, der kommt, kann bleiben. Wer kein Recht auf Asyl hat, muss zurückgehen, und haben sich sozusagen eine Rückführungsoffensive auf die Fahnen geschrieben. Was ist da im ersten Ampeljahr passiert? Ja, dieser Satz stammt aus einem Migrationspapier, das ich für die SPD-Bundestagsfraktion noch in der letzten Wahlperiode verantwortet habe. Das ist richtig. Unser Asylsystem können wir nur aufrechterhalten, wenn wir auch rückführen, da wo jemand keinen Schutzstatus erhält. Da sind jetzt sehr viele Menschen in Deutschland aufgelaufen in den letzten Jahren. Also ich habe mir das anlässlich einer Debatte gestern noch mal herausgesucht. Allein 10.000 sind schon 15 Jahre hier in diesem Land und eigentlich ausreisepflichtig. Das sind 15 Jahre, von denen 14 die Union den Innenminister gestellt hat. Das zeigt, es ist nicht so ganz leicht, hier jetzt diesen Berg abzutragen. Insbesondere zähle ich auf die Migrationsabkommen, die der neue Sonderbeauftragte verhandeln wird. Joachim Stamp. Ja, er ist erst seit 2 Monaten jetzt im Amt. Das hätte wegen mir auch etwas schneller gehen können, ihn zu bestellen. Und er wird jetzt etwas Neues versuchen, nämlich auf Augenhöhe mit Herkunftsstaaten zu verhandeln. Nicht immer nur drohend und mit dem erhobenen Zeigefinger, mit einer Arroganz aus Europa gegenüber den Herkunftsländern nach dem Motto, wenn ihr nicht pariert, dann streichen wir euch irgendwas. Sondern wir brauchen Partner in der Welt. Das haben wir jetzt im letzten Jahr noch mal überdeutlich gesehen, dass wir darauf angewiesen sind. Und ich rechne damit, dass diese Abkommen, die erzielt werden, dass die auch zu einer Verringerung von irregulärer Migration beitragen können, wenn wir die legale Migration im Gegenzug auch weiter eröffnen. Herr Drumm, Rückführungsabkommen gibt es bilaterale, die Deutschland geschlossen hat. Es gibt EU-weite Rückführungsabkommen, die funktionieren mal weniger gut, mal besser. Ist dieses Konzept oder nicht? Ist das Konzept, was jetzt hier angegangen wird von der Ampel, zielführend? Nein, das glaube ich nicht, weil es soll ja zusätzliche dann reguläre Migration dadurch erreicht werden mit den Herkunftsstaaten. Nur ich glaube nicht daran, dass dann diejenigen, die über die reguläre Migration nicht kommen können, dass die dann zu Hause sitzen bleiben. Das heißt, der Zuzug wird noch stärker werden. Im letzten Jahr ist einfach bei der Rückführung nichts passiert. Die Zahlen haben sich halbiert, und zwar im Vergleich zu der Zeit vor der Corona-Pandemie. Und auch innerhalb Europas ist einfach Deutschland, die deutsche Bundesregierung, isoliert. Die schwedische Ratspräsidentschaft fordert einen Visa-Hebel. Die Innenministerin lehnt ihn ab. Der Bundeskanzler wird dann auf europäischer Ebene gedrängt, im Rat diesem zuzustimmen. Aber hier vor Ort in Deutschland passiert gerade das nicht. Und der Kollege lehnt derartige Maßnahmen wie Visa-Hebel, wie Entwicklungshilfe und Ähnliches heute gerade ab. Das heißt, es widerspricht auch wiederum dessen, was der Bundeskanzler auf europäischer Ebene zugesagt hat. Welche Angebote können Sie denn den Herkunftsstaaten machen? Also Herr Drumm schlägt ja vor, dass wir genauso, wie wir die letzten 15, 16 Jahre gescheitert sind, verstärkt weitermachen. Und wir wollen jetzt einen neuen Ansatz machen. Wir brauchen ja Einwanderung. Ein Drittel der Beschäftigung in Deutschland wird wegfallen bis zum Jahr 2060. Wir können die Menschen nicht einfach aus europäischen Staaten nehmen, weil die alle in der gleichen demografischen Entwicklung sind wie wir. Also brauchen wir Zuwanderung aus Drittstaaten. Und dafür brauchen wir Wege, die können wir eröffnen und im Gegenzug die Länder dazu bewegen, ihre Staatsangehörigen wieder zurückzunehmen. Ich danke Ihnen beiden recht herzlich für das kurze Gespräch, für den Einblick. Das geht weiter nachher im Plenum. Und wir, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, schalten ganz schnell rein. Yvonne Maqvass, die Bundestagsvizepräsidentin, eröffnet die Sitzung.